der brachialen Unterhaltung. Wo sind denn meine Handschuhe? So. Willkommen zurück im Jahre, excuse me, wir haben 2023 und ja, ich will nicht sagen, es geht los, weil das hat nie aufgehört. Und ich zeige euch hier einmal das Kinderkarussell, wo der Vater und der Tim jetzt schon die letzten Wochen am Rumwerkeln sind. Und ja, dieses Karussell wird das andere Karussell, was wir heute fahren und ab morgen aufbauen werden, irgendwann ersetzen, sobald es funktioniert und läuft. Ja, hier dieser Motor, da brauchen sie irgendwie noch einen Umwandler, irgendwas fehlt da noch auf jeden Fall. Mit Lieferschwierigkeiten, also geht es noch nicht ganz voran. Da seht ihr so ein bisschen die Besatzung, das soll noch ein bisschen ausgetauscht werden von dem anderen großen Karussell. Ist ja ein bisschen schönere Besatzung drauf, als hier auf dem hier gewesen ist. Da wird auch vieles getauscht. Ja. Also hier geht es auch voran und wir fahren heute Transporte. Und zwar das große Karussell und ich fahre meinen Schießwagen nach Wiesbaden aufs Fasnachtsumzug ist da. Ja, also da wird gefeiert. Ich muss gerade mal gucken, wo ist denn mein Schießwagen? Da wird Fasnacht gefeiert und da fahren wir jetzt Transporte hin. Und ja, jetzt kommt ein Vlog oder zwei Vlogs, ich weiß nicht genau, wie viel wir jetzt die nächsten Tage filmen werden. Eins, zwei Vlogs und dann ist auch erstmal nochmal Pause und dann Mitte April geht es dann erst wieder richtig los mit Frühlingsmärkten und Co. Ansonsten habe ich erstmal nur Fasnacht jetzt. Let's go, ich hänge mal an. So, Freunde der Sonne, es geht los, Vater fährt und ich fahre auch. Also in den LKW wieder einsteigen und fahren ist leichter, als auf die Skier zu steigen und wieder zu fahren. So, wir fahren mal raus und fahren mal nach Wiesbaden. Der ist natürlich ein bisschen unterwegs. Dauert ein paar Minütchen. Läuft. Sind das meine richtigen Handschuhe? Nee. Wir sind angekommen in Wiesbaden. Ich habe schon abgehängt. Aua! Seit dem Skiurlaub, ne? Tut mir so die Knie weh. Nicht mal normal, Junge. So, abgehängt. Da ist so ein komischer Zaun. Ich weiß nicht, wo das Karussell hinkommt. Ob das da wieder normal steht, das immer da vorne am Ende. Aber ich glaube, das wird ein bisschen zu eng. Dadurch, dass sie hier den Landtag hier da Zäune und sowas stehen haben. Schauen wir mal, vielleicht kommt es da oben irgendwo hin, weil er da auf den Packwagen hinfährt. Wir schauen mal, wo es hinkommt. Also Karussell kommt da oben hin, da wo die Kasse steht. Und für heute sind wir erstmal gefahren. Morgen Kinderkarussell aufbauen dann hier. Und dann ab, weiß nicht, ob ich das morgen noch mache oder am Mittwoch dann Schießwagen aufbauen. Je nachdem wie weit wir sind. Und dann denke ich mal am Donnerstag dann einräumen und alles. Also wir haben hier donnerstags zwar schon auf, aber das ist hier nichts unter der Woche. Da habe ich vielleicht 10 Euro Tageseinnahme. Das ist hauptsächlich Samstag und Sonntag, wenn hier samstags Kinderumzug ist und sonntags, wenn hier Erwachsenenumzug ist. Ansonsten verdienst hier nichts. Ja, also da werde ich auf jeden Fall, da ich ja am Donnerstag hier eh sein muss, dann werde ich Donnerstag zum Einräumen und sauber machen und sowas nutzen. Ja, so, wir fahren. Let's go. Wir sind in Wiesbaden und es geht los. Stöhnt gleich wieder, aber hat nicht gestöhnt. Und wir bauen jetzt hier auf. Ich würde mal sagen, let's go. Something's broken, I'm too broken. I'm just trying to give you something. I'm just trying to give you something.
Hello Friends! Wir sind fast fertig. Also, ist noch ein bisschen was zu machen. Muss noch eine Lichtleiste rein, Abdeckung rein, Kabel, Bolzen. Aber das Gröbste ist gemacht. Jawohl, ja. Die Bühne hat auch schon aufgebaut. Hier vorne. Und ja, normal stand das Karussell immer, wie gesagt, immer da vorne, aber da ist jetzt wegen dem Zaun nicht so viel Platz. So. Ja. Und hier kommt Schießwagen wieder hin. Und Kai steht hier vorne auf der Ecke mit dem Crab. Genau. Ah, das werden wir morgen aufbauen. Hier. Jawohl, ja. Genau, und Bühne hier steht auch schon. Geht hauptsächlich Samstag, Sonntag hier. Und haben aber schon ab Donnerstag auf. Ich schätze mal, wir werden ab Donnerstag dann auch. So, guten Morgen, meine lieben Freunde. Es ist gestern einfach der Akku leer gegangen und alle Ersatzakkus, die ich dabei hatte, waren auch leer. Ja, wir sind am nächsten Tag und ich muss jetzt meine Sachen packen. Hier PC. Ich habe oben noch die Waffen liegen, die müssen noch runtergebracht werden. Ja, ich muss jetzt erstmal Auto laden. Ganze Technik erstmal rein. Ich weiß gar nicht, was alles. Na, ist jetzt der erste Platz. Ich nehme heute einen Schwung mit und morgen nehme ich noch einen Schwung mit und hoffe, dass ich dann soweit alles habe. Alles, was ich heute vergesse, dann morgen noch mitnehmen. Ich werde auf jeden Fall ein paar Sachen vergessen. Wie gesagt, ich muss jetzt wieder alles das erste Mal wieder reinmachen. Dementsprechend, ja, dauert das ein bisschen und man wird auch ein paar Sachen bestimmt vergessen. Ich packe jetzt den PC, packe ich jetzt hier in eine Tüte ein, weil es draußen ein bisschen regnet, nieselt. So, den packe ich jetzt hier in eine Tüte rein. Brauche ich jetzt gleich beide Hände, damit hier natürlich hier oben und sowas keine Tröpfchen und sowas reinkommen. Nicht, dass der PC kaputt geht. Ja, ansonsten packe ich jetzt erstmal alles ein und dann würde ich sagen, fahren wir rüber nach Wiesbaden. Aber jetzt erstmal alles zusammensuchen und gucken, dass ich nichts vergesse. Ich habe jetzt soweit von der Technik und den Waffen alles zusammengesucht. Habe schon ein paar Sachen ins Auto. Wir tragen jetzt noch ein paar Sachen rein. Ja, ich habe... ich habe hier erstmal alles mitgenommen. Also da ist jetzt alles drin, was ich an Technik und Kugeln, Waffen und sowas habe. Da ist jetzt alles drin. Ich werde nicht alles brauchen, aber ich nehme jetzt erstmal alles mit und alles, was ich dann nicht brauche, wenn dann alles fertig aufgebaut ist, werde ich dann wieder mit nach Hause nehmen. Ansonsten nehme ich jetzt erstmal alles mit. Ich muss mal gucken, sobald hier Technik und sowas alles drin ist, noch gucken, noch Ware mitnehmen, bis voll ist. Und dann die restliche Ware werde ich dann morgen mitnehmen. Ne, warte mal, den mache ich hier rüber, dann kann ich den PC hier hinstellen. So ist der Plan, das ist der Weg. Ich bin ziemlich müde, habe gestern nicht so gut geschlafen. Ich habe mir wieder irgendwelche Regengeräusche angemacht, um einzuschlafen, aber ja, was willst du machen? Jetzt muss ich halt hier raus. So, PC. Und was können wir noch schon mal mitnehmen? Mal den Korb kann ich schon mal mitnehmen. Könnt ihr mal gerne sagen, was ihr zur Kopfkamera haltet. Die werde ich vielleicht heute ein paar Mal benutzen. Und das so in den Vlog mit reinpacken. Der Vorteil ist, ich habe beide Hände frei. Also jetzt natürlich nicht, weil ich was trage, aber ich habe sie beide frei, um was zu tragen, ne? Das ist halt schon... Ja, warum ist denn die? Ich glaube, wir brauchen neue Stempel. Die halten nicht mehr. So. Ich wollte gerade sagen, warum ist denn hier der... Das Ding war da unten, aber seht ihr das? Also elektronisch fährt das noch hoch, aber der hält den nicht mehr. Das ist natürlich schlecht. Das kostet nämlich wieder Geld.
Und wenn ich eins nicht habe, dann ist es Geld. Aber das Problem kennt ihr wahrscheinlich. Ja gut, also wie gesagt, ich packe jetzt noch die restlichen Sachen ins Auto. Ich gucke gleich nochmal hinten. Dieser Blick hier, gewöhnt euch mal dran. Ich werde jetzt die Sachen rübertragen. So, hallo. Hello there. So, ja, ihr seht schon. Sieht ein bisschen wild hier aus. Nur einfach nur alles rein beim letzten Mal einräumen. Ich nehme jetzt einfach irgendwas mit. Die meisten Säcke, die hier sind, sind Stuff aus dem großen Schießwagen. Ich nehme jetzt einfach mal, keine Ahnung, vier, fünf mit. Je nachdem, was ins Auto noch reinpasst. Und dann muss ich sowieso dort, ich brauche sowieso alles. Dementsprechend mache ich da, glaube ich, nichts falsch, wenn ich da einfach jetzt irgendwas nehme. Und dann, wenn wir dort sind, sortieren wir aus, was noch fehlt, schreiben das auf und dann holen wir uns das hier noch raus aus dem Container. Aber ja, ich nehme jetzt erstmal irgendwas mit, damit ich nicht leer fahren muss. Ah, wie viel passen hier rein? Wir könnten sogar ein bisschen mehr werden, oder? Oder? Ein bisschen. Da hat sich die Jugend. Tetris spielen hat sich gelohnt, ne? Muss natürlich immer noch so ein ganzes Stück laufen dahinter. Bis da hinten in die Ecke. Aber Hauptsache. Hauptsache was gemacht. Der Hund ist auch bescheuert. Kennt ihr? Das ist übrigens der neue. Den kennt ihr noch gar nicht, glaube ich, ne? Die meisten von euch. Das ist der Hund von meiner Schwester. Ist ein englischer, französischer Mix. Ja. Ist sehr hässlich auf jeden Fall. Er hat so ein schönes Untergebiss. Und sieht damit aus wie so ein, wie so eine Mischung aus einem Gremlin und einem und einem Ork. Aber so einem, so einem Herr der Ringe Ork, ne? Guck mal, 6 Stück kriegen wir hier rein. Also 2 Stück nehmen wir noch mit, die hole ich jetzt noch schnell. So, da sind wir schon fast da. Da vorne geht es in die Fußgängerzone. Ist auch Markt gerade. Muss mal gucken, dass wir hier keine über den Haufen fahren. Laufen natürlich jetzt alle hier rein. Lauf ruhig rüber, Opi. Kein Problem. So. Hier mussten wir auch mit den LKWs reinfahren, aber da stand die Baustelle sogar noch weiter drüben. Da war es ein bisschen enger. Schauen wir mal. So, wir müssen dahinter das Gebäude. Und ja, mein Bruder wartet schon die ganze Zeit hier. Der muss nämlich mit mir die Klappe vorne hochmachen. Allein ist das ein Ding. Ich will nicht sagen der Unmöglichkeit, es ist möglich, aber es ist einfach unnötig anstrengend. So. Gut, also ich fahre mal vorne ans Geschäft.